Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2. In der letzten Folge wurden wir dabei überrascht, wie wir diesen Zug überfallen wurden. Und zwar unangenehm unter anderem von diesen beiden da. Und wir wollen jetzt mal gucken. Du kannst immer noch nur das Ding hacken. Das ist gar nicht mal das, was ich haben möchte. Deshalb gehst du vielleicht mal daran. Und ja, jetzt sind die jetzt aufgeschreckt. Wir haben die ja vorher schon gesehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Du kannst immer noch das Ding hacken, das wollen wir aber nicht. Übernahmeprotokoll funktioniert natürlich nicht, weil wäre ja langweilig. Was macht ihr eigentlich da hinten noch? Schon unterwegs. Ich weiß, ich biete gerade ein super Angriffsziel für den Torwächter. So von mit seiner komischen. Ach, wie heißt's? Na, mit der Fähigkeit, mit der er so in einem großen Bereich Schaden macht. Aber, wir kümmern uns mal drum. So, 94% Trefferchance auf den Torwächter. Das ist scheiße viel. So, erstmal seine Rüstung hier schrotten. Das war der erste Schritt dabei. Dann Zombie, ich hätte gern mal eine Säurebombe da unten. Trifft sogar den Archon da oben, das ist auch nett. Vielleicht werden wir gleich mit Boindal einfach mit dem Doppelschuss, also mit dem Kettenschuss agieren. Ich meine, 94 minus 15 sind halt immer noch 79%. Deshalb ist das an sich gar nicht so schlecht. Granate! Aber vielleicht brauchen wir es auch einfach nicht. Weil wir haben zwei Heavies mit Salve. Und demnach kriegen wir... Oh, wir kriegen das kaputt. Wir kriegen den kaputt, keine Sorge. Alles kein Problem. Trifft die alle nur über Truppsicht. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. So. Geht klar. Geh doch mal was näher ran. Auch wenn ich dadurch keine Salve mehr habe. Commander haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Dann brennen wir die mal noch an. Der dürfte dann auf jeden Fall sterben. Dann können wir den töten. Und okay, der stirbt auch direkt mit. Sehr gut. Ah, schade, Beute zerstört. Naja, egal. So, dann Trump hat 74% Chance. Ach, Kettenschuss funktioniert nicht, weil wegen Truppsicht. Halten wir mal drauf. Sehr schön, 14 kritischen Schaden. Dann hat der ja nur noch 4 Lebenspunkte. Der brennt. Trump. Komm schon, du triffst, oder? Jo, ins Gesicht. Ich glaube, der Kerl musste auch erstmal überlegen, was er sich da durch den Kopf hat gehen lassen. So, dank unerbittlich kannst du noch weiterlaufen. Dann gehst du mal näher ran. So, da hinten war noch ein Sektoid, das weiß ich noch. Zu den habe ich gerade auch noch gesehen. Infiltriere ihr System. Aber wir holen uns jetzt erstmal das Ding safe. Ja, da sehen wir sie gerade. Ich nehme den kleinen, weil der sicherer ist. Ah, den großen hätten wir auch gekriegt. Egal. Jedes bisschen Informationen ist gut. Denn wir brauchen Informationen. So. Nichts ist sicher. Menes 1-5, wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Das war so ziemlich der Plan. Volle Ladung!
einmal britzeln. Das hat sogar den Typ gekillt. Wow. Dank unerbittlich kannst du jetzt demnach auch in Deckung gehen. Perfekt. So, die Frage ist, bist du der letzte Gegner, der hier auf uns wartet? Bin dabei. Geh doch mal dahin. Dann sehen wir den Kerl auch wieder. Sehen, der ist nicht alleine, okay. Okay, machen wir wieder einen Abzug. Abflug. Man muss es ja jetzt auch nicht übertreiben, ne? So, du kannst immer bitte den ausschalten. Dankeschön. Hast wahrscheinlich gerade genau zwischen Jays Beinen durchgeschossen. Der ist erledigt. Du beschädigst nochmal, dass die Leute so knapp an dir vorbeizielen. Scanne Gebiet. So, Jay geht dahin. Aus dem einfachen Grund, sollte da einer durchkommen, wird er mit dem Messer draufhauen und zusätzlich auch noch drauf schießen. Ich hätte auch noch auf den Typen hinten schießen können, aber Wayne. Säurebombe. Ich höre auch noch irgendwo einen Mac. Ich weiß nur nicht wo. Das ist das Problem an der Sache. So. Einmal Säurebrand bei den beiden. Und dann noch Feldposten. Und dann noch die Gasbombe. Weil das sind ja momentan alles organische Ziele, also können wir die da auch richtig schön reinhalten. Drei Leute getroffen, einen gekrittet, alle drei vergiftet. Die werden nicht mehr lange stehen. Noch eine Brandbombe drauf. Na, wir übertreiben es noch einfach nicht. So, der Archon ist immer noch desorientiert, stirbt auch noch. Alles dran verreckt. Deshalb, dort sind overpowered. Mission erfüllt. Perfekt, keiner von uns wurde getroffen. Sehr gut, so habe ich das gerne. Dann müssen wir nämlich nicht unbedingt warten, bis wir den nächsten Einsatz starten, falls jetzt direkt einer kommt oder so. So, die ewigen Schwarzblinden. Sind wir hier beim Fernsehen oder was? Dankeschön. Na, ah, neuer Rekord für pro Schnitt, pro Runde. Ne, im Durchschnitt getötete Feinde pro Runde. So. 2,4. Das ist doch nicht verkehrt, ne? So, dann können wir, ne? Bot. Ja, Spiel. Wie lange musst du laden, um die Avenger zu laden? So groß ist die jetzt nicht. Ich meine, sie ist nicht wirklich kleiner als die Basis in XCOM 1, aber sonderlich groß ist sie trotzdem nicht. Dankeschön. Erstmal ein bisschen abgehen, dann funktioniert das irgendwie auch. So, das können wir überspringen. Wenn sie weitermachen, haben die Aliens keine Chance, Commander. Haben die sowieso nicht, sind wir mal ehrlich. 20 Informationen zumindest, okay. Es ist ein Anfang. Forschungsdauer um weitere 9% verkürzt, was uns nicht viel bringt, weil wir haben nichts mehr zum Forschen. Schattenkammer, ja, kann nichts machen. Forschung. Hallo, Commander. Haben wir auch nichts. Wenn wir das Advent-Dämpfungsfeld und damit auch ihr Netzwerk ausschalten können, dann haben wir irgendwas, ja. Avenger berechnet. So, holen wir uns mal eben schnell die Vorräte da. Und
Dann kriegen wir bald schon wieder Vorratslieferung. Schwarzmarkt hat wieder was Neues, ja. Düsteres Ereignis, großer Durchbruch, ja. Ah, Moment, verdammt. Damit haben die da ja jetzt 2 Punkte drin. Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Zerstörung dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Ja, kein Stress. Strategische Ressource gefunden. So, jetzt lasst mich mal gucken. Da unten haben wir eine Einrichtung. Das heißt, wir stellen hier einmal Kontakt her. Setze Kurs auf Südafrika. Werden dann da auch direkt den Funkturm reinbauen und werden dann diese Anlage angreifen und zerstören. Wobei, vielleicht gehe ich ja vorher noch mal kurz in den Schwarzmarkt. So, damit haben wir jetzt erstmal Südafrika, haben den Bonus, Avenger-Ausgangsleistung plus 5. Das heißt, wir haben wahrscheinlich einfach 5 Energie mehr in der Avenger standardmäßig drin. So, das Funkrelais hätte ich gerne. Düsteres Ereignis. Ja, noch. Die bauen demnächst eine Einrichtung. Das ist mir aber doch relativ leicht. Höre sie laut und deutlich. Sehr schön. So, Schwarzmatt. Avenger berechnet neuen Kurs. Ich glaube, dann können wir eigentlich auch eben noch auf die neue Vorratslieferung warten, auch wenn wir die eigentlich, wie gesagt, nicht brauchen. Aber, naja, mal gucken. So, der was bietet der offen. Markt denn so? Ich weiß, wir zahlen es mit Infos und wir haben kaum Infos. Yep, deshalb lassen wir das auch einfach mal. Vorratslieferung in 2 Tagen, okay, dann können wir noch eben den... Kontakt kostet ja 30. Okay, dann einmal zum Hauptquartier. Setze Kurs auf die östliche USA. Dann verbringen wir eben hier unsere 2-3 Tage bis zur Vorratslieferung. Gibt nämlich Infos. Okay, nein, es gibt eine Überfallposition. Na gut. Setze Kurs auf Vielleicht kriegen wir da ein paar Infos raus. Vielleicht kriegen wir ja da ein paar Infos raus. So, da müssen wir ja wahrscheinlich wieder Zug überfallen. Ja. Läuft. Nehmen wir sie mit und ab dafür. Sky Ranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Aufklärungsberichten zufolge wurde in diesem Gebiet ein Advent-Zug Finaler vom Kriecher angelegt und die Aliens konnten ihn noch nicht wegschaffen. Wir gehen rein und bergen jegliches brauchbare Material und Technologie. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Okay, ist jetzt die Frage, ob das wieder so einer ist wie gerade, wo wir eine spezielle Position des Zuges hacken müssen oder ob der Zug einfach vollgeladen ist mit Vorratskisten und die müssen versuchen, die nicht kaputt zu machen. Ja, wir müssen gucken, dass wir die nicht kaputt machen. Zum Sichern. Alle Feinde ausschalten. Und da ist der Zug. Dann gehen wir doch mal frontal ran. Rücke aus. Ich finde, frontal klingt nach einem guten Plan. So. Verstanden. Rücke aus. Dann mal unsere Leute ein bisschen verteilen. Okay, es wird nicht hundertprozentig frontal. Aber größtenteils frontal. Haben die irgendwie eine Mindestreichweite, die Kanonen? Das wundert mich ein bisschen. Beziehungsweise sieht ein bisschen so aus. Bin unterwegs. Wobei die auch irgendwie nach vorne scheinbar nicht entdecken kann. Was ist da los? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Bin auf dem Weg. Ich könnte ihn natürlich jetzt hier hinstellen, aber ich befürchte, dass ich dann noch ein paar Gegner aufschrecken würde. Demnach verzichten wir da mal drauf und schicken einfach zum Inventar. Verstanden. Ich habe schon wieder nicht gespeichert, das mache ich gleich, wenn wir diesen Zug beenden. Werden da ja wohl noch nicht auf Gegner stoßen, bis auf halt die Kanone. Bin dabei.
Die Kanone ist so, naja, sie ist halt da. Bewegung, Bewegung! So. Peter kann noch viel Kosten geben. Da sind Gegner. Stimmt, ich habe gar nicht drauf geachtet, was hier überhaupt für Gegner auf uns warten. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Andromedons sind da, so einer zumindest. Und Sektoiden. Ich finde es aber merkwürdig, die Sektoiden haben Ewigkeiten, sind die nicht aufgetaucht, ne? Wir müssen ja eh alle zerstören, ne? 100%. Wollen wir das einfach so drauf halten? Oder soll noch irgendwer mit drauf schießen erstmal? Ich meine, wir können das Ding auch übernehmen. So ist es nicht. Aber das würde ich mir persönlich gerne eher für den Andromedon da hinten aufbewahren. Hast du denn 78% Chance? 93, das ist doch schon besser. Jay macht's einfach kaputt. Bewegt er sich auch nicht mehr? Okay. Sie können uns sehen. Ja, wir sind aufgeflogen, klar. So. Sektoid mit 70%iger Chance zu töten. Danke. Sehr schön. Der ist erledigt. Jo. Das ist er. So, Zombie, du schmeißt mal eine Säuregranate auf den, beziehungsweise Säurebombe. Auch wenn es nicht so viel Schaden gemacht hat, es hat seine komplette Rüstung zerlegt, das ist schon mal gut. 60% Chance zu treffen. Nee, dann. Die ist für dich! Machen wir das so. Weil ich will den einmal töten. Und ihn dann übernehmen. Weil. Das ist ganz praktisch, den zu übernehmen. Dann können wir den nutzen, um eventuell Feuer auf uns, auf ihn zu ziehen. Beziehungsweise um auch einfach zu scouten. So, jetzt ist die Frage, wie hoch ist die Chance, dass wir ihn übernehmen können und wie hoch ist die Chance, dass wir ihn nur ausschalten können? Wir riskieren es einfach mal. Yes. Sehr schön. So wollen wir das doch. Bin drinnen. So, das ist jetzt unsere. Der hat direkt mal noch eine Kanone gesehen. Okay. Kann ich mit leben. Er hat aber nur einen Faustschlag, what the fuck. Hallo. So, Peter hat gar nicht mal so eine hohe Chance, den zu treffen. Also den Sektoiden jetzt, nicht den Andromedon am Schiff. Schon unterwegs. Das wird nicht besser, aber wir können mal eben die Kanone kaputt machen. Denn ohne Punkt, wo sie drauf stehen kann, macht es einmal Knack und die ist weg. Haben es mit Edwin zu tun. Da haben wir noch einen schweren Mech. Der wäre natürlich auch interessant zum Übernehmen gewesen.
Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Alleine schweren Schaden! Naja, 4 Punkte. Das würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt als schweren Schaden bezeichnen, aber gut. So, der Andromedon tötet jetzt mal den Sektoiden bestimmt. Vielleicht. Indem er sich einfach hier hinstellt. Und dem mal richtig schön eine mitgibt. Und er trifft auch einfach nicht. Na, zumindest hat er seine Deckung kaputt gemacht. Das kann auch schon mal viel wert sein. Entschuldigung. Ich würde ja gerne auf den schweren Mech halten. Machen wir das doch mal. So, der hat nicht mehr viel Leben. Minimaler Schaden. Wow. Der hat noch genau ein Leben. Das ist ja schon fast viel. Dann gehen wir mal dahin. Und haut den weg. Das war doch klar, oder? So. Achso, du hast Bonusaktion dank Stecher. Das ist natürlich praktisch. Na komm, wir versuchen es mal mit den 58%. Zumindest gestreift. Das ist schon mal ein Anfang. Und der brennt. Das ist gut. Wenn es sein muss. Dann geht J-Mort näher ran. Und guck mal, ob er den trifft. Jo, ins Gesicht. Die Schrotflinte streut gar nicht so schlimm, wie man es aus anderen Spielen kennt. Also in diesem Spiel streut sie nicht so sehr. Muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist ja schon fast eine Trefferquote, ey. Halleluja. So, werf du da mal eine Mine hin. Vielleicht rennt der Typ da hinten als erstes los, rennt da rein und beide gehen in die Luft. Das wäre wünschenswert. Los, los, los. So, du gehst da in Deckung. Und dann bleibt noch Trump. Positiv. Du gehst mal kurz dahin. Und ach, halt einfach mal drauf. Perfekt. Hat ihn sogar getötet. Das ist doch schön. So, dank und erbittlich kannst du jetzt auch weitergehen. Bin unterwegs. Einmal hier drüber. Na, ich bin vielleicht ein bisschen nah an dem Sprengsatz dran. Will ich vielleicht mal kurz weggehen. Positiv. Eigentlich. 72%. Ah, das ist doch drin. Danke. Gut, dann würde ich sagen, so wird's gemacht. In der nächsten Folge suchen wir uns die nächsten Gegner raus. Biete Feuerschutz. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir gucken mal, was wir noch so finden. Bis dahin, ciao.